Hallo zusammen, ich bin der Tobi und jetzt im dritten Teil schauen wir uns die letzten sechs der allergebräuchlichsten Keywords an. Anschließend wird es noch weitergehen. Es gibt noch ganz viele andere Abilities und Keywords, die wir uns anschauen, aber das sind jetzt die letzten sechs der wirklich am häufigsten vorkommenden Keywords und wir fangen gleich mit der Nummer 1 an und das ist ein Geheimnis. Ja, ein Geheimnis wird ausgespielt, ja, dann bleibt es verdeckt, bis im gegnerischen Zug eine spezifische Aktion eintritt. Das steht alles auf der Geheimniskarte drauf, was dann passiert. Ja. Hier zum Beispiel ein alter Klassiker, die Eisbarriere, jeder kennt sie, jeder liebt sie, jeder hasst sie. Ja. Geheimnis, wenn euer Held angegriffen wird, erhält er 8 Rüstung. Evergreen, Klassiker, immer gut, immer wieder schön. Genau, also toll, ja. Es gibt noch ganz andere und auch noch viel brutalere Geheimnisse, aber das ist hier so. Das ist hier so das Hauptgeheimnis, was ich persönlich mit dem Magier eben so verbinde, ja, mit dem Frostmage. Eisbarriere, wenn ihr eurem Gegner mal so richtig die kalte Schulter zeigen wollt. Oh ja, genau. Also Geheimnisse habt ihr auf der Hand, ganz normale Karte wird ausgespielt und dann, wenn der Text hier erfüllt wird, tritt sie in Aktion. Gut, so viel dazu. Als nächstes, oh, auch was Feines. Schweigen. Und welche Karte könnte das besser symbolisieren als die Eisenschnabeleule? Für 2 Mana. Ja, da habt ihr euren bis unter die Hutkrempe gebufften 12-12er auf dem Feld stehen. Ja? Und dann kommt die Eisenschnabeleule, bumm, bringt ihn zum Schweigen. Und dann ist wieder vorbei. Ja gut, okay, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es die momentan gerade gibt. Das ist Set-Klassik-Karten. Ich weiß nicht, ob die jetzt im momentanen Standard verfügbar ist. Auf jeden Fall, das war die Karte, die dir alles zunichte gemacht hat, wenn man sich irgendwas aufgebaut hat. Oder mit der man selber auch natürlich dann den Gegner ärgern konnte. Um was geht's? Zum Schweigen bringen. Entfernt alle Kartentexte und Verzauberungen. Okay? Entfernt alle Kartentexte und Verzauberungen. Wenn ihr einen habt mit Gottesschild zum Beispiel oder mit Lebensentzug, ja, auf dem Gegner drauf oder mit giftig, noch besser, giftig, Spott und Gottesschild ist natürlich sehr geil, ja, bumm, dann hat er nichts mehr, nach dem Schweigen auf ihn angewendet wurde, deswegen ist Schweigen eine sehr, sehr, sehr mächtige Konterfähigkeit, unfassbar brutal, gut, echt, also Schweigen ist toll. So. Eisenschnabeläugel, sie fliegen auf leisen Schwingen. Doch bedecket eure Ohren, so sie singen. Kreisch. Okay, alles klar. Nächster Punkt. Das ist Verstohlenheit. Und Verstohlenheit ist eigentlich eher eine Schurkengeschichte. Ich habe jetzt mal eine neutrale Karte ausgesucht. Das spielt keine Rolle. Es geht einfach nur darum, dass wirklich nur diese eine Fähigkeit drauf ist. Oftmals hat man auch mehr als eine Fähigkeit drauf. Meistens gerne gepaart mit Combo beim Schurken. Ja, mach dies und das und dann kriegt er Verstohlenheit oder so. Also von daher, Verstohlenheit bedeutet, der Charakter kann nicht angegriffen oder als Ziel gewählt werden, bis er angreift. So sieht's aus. Er kann nicht angegriffen oder als Ziel gewählt werden, bis er angreift. Worgenspitzel. Wenn ihr einen Worgen daran hindern wollt, euch zu bespitzeln, ruft einfach laut aus. Pfui. Das ist Verstohlenheit. Als nächstes haben wir Zauberschaden. Kampfschrei haben wir schon gehabt. Kampfschrei ist ein Effekt, tritt in Kraft, wenn die Karte ausgespielt wird. Und Zauberschaden bedeutet, eure Zauber verursachen mehr Schaden. Ne, ist klar, oder? Ist klar. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Feuerball habt und der Feuerball macht 6 Schaden, ja, und ihr habt plus einen Zauberschaden, dann macht der Feuerball 7 Schaden. Ganz einfach, ganz harmlos, ganz einfach. Man darf es halt nur nicht vergessen. Also man muss halt auch immer ein bisschen dran denken, was habe ich gerade hier für Boni stacken oder nicht oder wie ist das genau. Ja, ganz harmlos. Zauberschaden einfach erhöht den Schaden, den ihr mit Zauber macht, um die entsprechende Anzahl, um X. Ja. Also blauer Drache. Ursprünglich wollten sie sich die Beryl oder Saphirdrachen nennen, aber das war ihnen dann doch ein wenig zu hoch gestochen. Okay. Und jetzt kommt der Klassiker schlechthin, Leute, der Klassiker schlechthin. Spott. Spott. Feinde müssen diesen Diener angreifen. Außer die Karte sagt was anderes. Ja. Wichtig, das ist elementar. Es gibt ja ganze Decks, die nur um Spott herum aufgebaut sind.
Und ja, der kann euch so viel Probleme bereiten, ein Sportcharakter, die sind mega wichtig. Und wenn es nach mir ginge, könnten alle meine Charaktere Sport haben. Sport haben. Meine Einheiten, genau. Und gerade von diesem Schildmeister von Zenjin, deswegen habe ich ihn auch ausgewählt, habe ich eine 3D-Karte mir selbst gebastelt. Also eine richtige Hearthstone-Karte habe ich mir selber gemacht und mit verschiedenen Lagen dann, ja, in 3D eben. Und die sieht gar nicht so schlecht aus, Leute. Ziemlich cool, um ehrlich zu sein. Ja, finde ich cool. Okay, also Spott, brutal wichtige Fähigkeit. Feinde müssen diesen Diener angreifen. Wird auch durch so ein großes Schildsymbol um ihn herum dann symbolisiert, wenn es soweit ist. Und für heute der letzte Punkt. Das ist Windzorn. Windzorn kann zweimal pro Zug angreifen. Okay? Jede Einheit kann immer einmal angreifen. Hat sie Windzorn, dann kann sie zweimal pro Zug angreifen. Und Windzorn, das ist, finde ich, so eine schamanenspezifische Geschichte, denn der Schamane hat ja in World of Warcraft auch eben Windzorn als eine der Waffenverzauberungen, dass der Standardangriff eben zweimal durchgeführt wird. Und ich kann euch sagen, wenn ihr World of Warcraft spielt, der Schamane macht einen Heidenspaß. Und ich finde gerade den Verstärker-Schamanen, der macht mir richtig Freude. Ich spiele ihn nur nebenher. Ich habe als Main spiele ich einen Priester oder eine Priesterin. Genau, die ist natürlich auch einfach cool, weil ich finde einfach die Macht, ja, dass man so da steht und dann alle heilt, und das finde ich einfach toll, das finde ich klasse. Ich liebe auch Tanks, das ist mein Problem, ich liebe das alles. Ich liebe das alles. Also, Windzorn, wir wiederholen ganz kurz nochmal. Überladung, im nächsten Zug habt ihr so und so viel weniger Mana, in dem Fall haben wir im nächsten Zug zwei weniger Mana zur Verfügung. Und genau, Windzorn, er kann zweimal pro Zug angreifen. Alles klar? Schicksalshammer. Eugrim Schicksalshammer gab Thrall diese legendäre Waffe. Ähnlichkeiten zwischen den Namen sind rein zufällig. Alles klar. Leute. Und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ihr wisst ein bisschen besser Bescheid. Es geht bald weiter. Wir haben noch so viel. Oh mein Gott, wir haben noch so viel zu besprechen. Das ist ganz unfassbar. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, meine Lieben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.